Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasserunterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sitzen wir in einem der Fahrzeuge, die ich so gut wie noch nie gefahren bin, beziehungsweise nur ganz, ganz selten und ganz, ganz wenig. Ihr seht es hier schon, es geht heute um den russischen Rang 6 BR97T64B. Jawohl, ich bin damit gestern im Stream unterwegs gewesen. Das war ein Zuschauerwunsch und ich hatte eigentlich so ein bisschen Zähneknirschen dabei, weil, ja, ihr wisst selber, ich fahre eigentlich nicht so viel russische Fahrzeuge, weil mir hier so die Mobilität tatsächlich nicht ganz so liegt. Aber ich bin auch jetzt in letzter Zeit ein bisschen Russen gefahren, auch im Stream. Da wird es auch noch das ein oder andere Video geben, deswegen wundert euch bitte nicht. Und demnächst wird es auch wahrscheinlich jetzt in der kommenden Woche auch ein Video zum BTR 80 geben. Das habe ich schon aufgezeichnet, eine nackte Wahrheit. Also wundert euch da nicht, wenn es ein bisschen russenpanzerlastig wird in der nächsten Zeit. Trotzdem, T64B, was haben wir hier? Battle Rating 9.7, ich hatte es schon gesagt. Wir haben hier ja so ein Standard russisches Fahrzeug mit wenig Rückwärtsgang, mit wenig Gun Depression, wobei 6 Grad, muss man sagen, ist für ein russisches Fahrzeug schon relativ viel. Und von der Mobilität her, ja, okay, 700 PS bei etwas mehr als 41 Tonnen. Ja, es könnte ein bisschen mehr sein, aber es geht. Die typisch flache Silhouette, die wir von russischen Panzern kennen, ne, das enge Raumkonzept, was es bei diesen Fahrzeugen gibt. Plus, wenn ihr das Ding entsprechend durchgeforscht habt, habt ihr auch die Modifikation T64BV, bei der ihr dann ERA bekommt. Wenn ihr die dann ausbaut, das könnt ihr natürlich auch machen. Also Stock sieht das Ding ohne das Teil, ohne die ERA so aus. Und mit der ERA eben, wie gesagt, dann hier an der Stelle so. Wir haben 2 APFSDS-Granaten, und zwar haben wir einmal die 3BM42 mit 454 mm Durchschlag auf 100 Meter bei 0 Grad Aufschlagswinkel. Wichtig ist hier natürlich auch zu beachten, die Pennleistungen bei 30 Grad und bei 60 Grad Aufschlagswinkel, die bei der 3BM42 noch recht gut sind mit 383 bzw. 262 mm auf 100 Meter. Das sieht bei der 3BM22 schon ganz anders aus. Das ist halt eben die erste APFSDS, die ihr hier an der Stelle bekommt. Da sind wir bei 0 Grad bei 420 mm, bei 30 Grad bei 356 mm und bei 60 Grad nur noch bei 191 mm. Also hier dann doch ein deutlicher Unterschied. Dann haben wir noch eine HE, kennen wir auch, ne? Und das Ding kann auch ATGMs verschießen, die 9M112. Gut, müsst ihr selber wissen, ob ihr die benutzt. Ich benutze die eigentlich nie, weil man muss natürlich ja, die Rakete dann noch steuern, während sie fliegt. Und das ist dann, wenn man gleichzeitig dann noch fahren muss, braucht auf jeden Fall ein bisschen Übung. Aber wenn man irgendwo in einer gedeckten Stellung geht, dann kann man die ein oder andere ATGM hier tatsächlich schon mal benutzen. Ich würde euch aber tatsächlich empfehlen, die 3BM42 hier an der Stelle zu verwenden. Wir haben einen Laser Rangefinder, wir sind teilweise nachtkampffähig. Wir haben ein Night Vision Device, sprich also einen Restlichtverstärker. Das ist für Nachtgefechte natürlich alles andere als ideal, da ist Thermal deutlich besser. Aber auch das sind wir ja von vielen russischen Fahrzeugen in diesem Bereich gewohnt, dass es hier nur einen Restlichtverstärker gibt, anstatt eines Thermalvisiers. So, wir gehen mal rein in die Runde, wie gesagt, im Stream entstanden und was da schon wieder teilweise los war, es war wirklich wieder wild und teilweise schon wieder echt frech, was das Ding hier an Schüssen eingesteckt hat, aber wir schauen es uns direkt in der Runde an. So, und da sind wir nun auf Überquerung des Rheins oder Köln, nennt die Karte, wie ihr möchtet, geht ja beides und ich habe mich jetzt dazu entschieden und ihr seht das auch schon auf der Minimap hier unten, beziehungsweise unser Team hat sich entschieden, dass wir uns aufsplitten, das war natürlich nicht abgesprochen, wie auch im Random, dass die eine Hälfte, das war reiner Zufall, die eine Hälfte auf die linke Flanke fährt und die andere Hälfte auf die rechte Flanke und ihr seht hier auch schon, wir sind entsprechend bei A und da der Spawn der Gegner sich auch auf unserer linken Flanke befindet, hat es für mich erstmal am meisten Sinn gemacht, hier hinzufahren und die Flanke mit abzudecken, denn so kann man sich sonst extrem gegenseitig in die Flanke fahren. So, jetzt habe ich hier, was ist das, ich glaube ein Leopard 1, genau, erstmal verkackt am Anfang, weil ich nicht geschossen habe, aber jetzt haben wir ihn hier beschießen können. Im nächsten Moment hat ein Teammate von uns auf ihn geschossen und wir haben die erste Abschusshilfe bekommen. So,
hier, dann jetzt noch der chinesische ZTZ, den nehmen wir jetzt raus. Und jetzt ist genau das, jetzt passiert gleich genau das, was ich eigentlich gehofft hatte, was nicht passiert auf dieser Karte. Ja, und ihr habt hier eben gerade auch gesehen, ne, 4 Stundenkilometer rückwärts. So, jetzt haben wir uns von hinten einen Schuss kassiert. Und jetzt ist genau das passiert, was ich nicht gehofft hatte, was passiert. Ein Leopard 2 AV hat es tatsächlich geschafft, einmal komplett außenrum zu fahren und an den dreien hier vorbeizukommen. Ich habe natürlich hingepinkt, ich habe ihn beschossen, damit er markiert wird auf der Karte. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum er mich nicht rausbekommt, ich glaube, dass dieser Leopard 2 AV... Spieler sich den 2AV auf dem Marktplatz gekauft hat und jetzt an der Stelle tatsächlich noch im Stockmodus ist. Denn er hat mich nämlich, ihr seht es hier, mit Heat FS beschossen. So, das war jetzt natürlich extrem blöd, der Start. Muss man hier an der Stelle tatsächlich auch so sagen. Aber ja, man kann natürlich nicht immer in alle Richtungen gucken. Das ist genau so ein Ding. Ja, ihr könnt es halt eben nicht alleine richten immer. War natürlich extrem blöd, dass der Leopard 2 AV es geschafft hat, sich hier einmal komplett durchzumogeln und hinten rumzufahren. Man muss aber auch dazu sagen, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht, hätte ich wahrscheinlich in dem Moment auch so versucht, war eigentlich das Beste, was er machen konnte. Problem an der ganzen Geschichte für ihn war, dass sein Leopard 2 AV, so wie es ausgesehen hat, noch Stock gewesen ist. Ja, und mit Heat FS, ihr wisst es, bei den ganzen Fahrzeugen mit Reaktivpanzerung, beziehungsweise auch mit verbesserter Panzerung, Kompositpanzerung, ja, Verbundpanzerung, ist das Ganze dann mit Heat FS ja sehr nervig. Deswegen wird ja da auch schon länger diskutiert, dass man den Fahrzeugen nicht mehr Stock die Heat FS gibt, sondern wenigstens Stock eine AP-FSDS. Sonst wird es halt eben einfach wirklich echt anstrengend, da einen Stock-Grind zu machen. Das ist, glaube ich, mit auch so das Nervigste, was man, wenn man sich dem Top-Tier nähert, im High-Tier tatsächlich dann auch machen kann. Und im Top-Tier ist es dann noch nerviger. So, jetzt haben wir hier in der Zwischenzeit auch wieder 3 Fahrzeuge verloren. Die waren irgendwie zu dritt oder zu viert bei A, haben sich alle rausschießen lassen. Wir hauen jetzt mal auf A ein bisschen Artillerie und ihr könnt hier jetzt auch schon sehen, dass ja, wir hier nur noch in der Mitte da sind und beide Flanken so gut wie nicht mehr vorhanden sind. Er hier oben, keine Ahnung, was sein Auftrag ist. Ich glaube, er blockt hier einfach die hier rumfahren. Und der hier in A gewesen ist, hat jetzt hier den BMP-2M hier weggemacht, der direkt über die Hauptstraße gerommelt ist. Also, da sind wir auch schon wieder beim Thema taktisches Vorgehen, beim Thema Vorausschauen, Fahren, gucken, welche Wege kann ich benutzen, um so nah wie möglich an den Gegner ranzukommen und auch um selber nicht beschossen zu werden. So, den CV haben wir jetzt hier noch mitgenommen im Vorbeifahren. 2 Abschüsse haben wir jetzt auch schon auf der Uhr. Immer noch die eine Abschusshilfe, 980 Punkte. Und der Gegner in A ist jetzt auch raus. Jetzt versuchen wir hier selber dann nochmal A zurückzukappen. Und ihr seht ja auch schon, teilweise tut sich der T-64B relativ schwer in der Mobilität. Wenn ihr euch jetzt auch fragt, warum ich eben gerade kurz angehalten habe, hier ist ja eben eine Riesenbombe detoniert. Da wollte ich nicht, dass die mich dann noch mitreißt. Und ihr habt auch gesehen, dass sie mich ordentlich durchgeschüttelt hat. Aber passiert es glücklicherweise hier an der Stelle nicht. So, jetzt sind wir in A drin. Ich schaue nach hinten. Weil, wenn hier einer durchkommt, dann würden wir das sehen, wenn er hier nämlich rausgeschossen wird. Also können wir uns darauf konzentrieren, hier runter zu gucken, beziehungsweise da runter zu gucken. Genug Deckung haben wir hier an der Stelle. So, und hier vorne geht's jetzt los. Das meinte ich. Wir sehen jetzt, dass er hier raus ist. Das heißt, hier muss ein Gegner sein. Zusätzlich dazu ist auch einer noch hier gerade eben markiert gewesen. Wir cappen jetzt erstmal A in aller Ruhe durch. Fahren dann weiter. Einer ist hier kaputt. Das ist aber, glaube ich, nicht der gewesen, der hier rangefahren ist. Und jetzt kommt eine Situation, die zeigt eigentlich ganz gut, was ja bei den russischen Panzern los ist und was halt eben auch nicht los ist. Ich muss dazu sagen, ich hätte an dieser Stelle hier stehen bleiben sollen, wo ich hier gestanden habe, bin aber weitergefahren und das war mein Fehler. Jetzt bin ich hier stehen geblieben, habe hier rüber geguckt, weil ich nämlich einen Feind noch gesehen habe. Da kommt ein Leopard 2K, der mir jetzt mal direkt aus der Hüfte mal direkt in meinen Turm reingebolzt hat, um mir dann meinen Richtschützen rauszunehmen, ja. So. Ich muss jetzt hier reparieren. Ich hatte eigentlich an der Stelle schon gedacht, okay, alles klar, das war's. Ja, er schießt mir mit seiner großen
ich glaube, es sind 30 mm, mein Kanonenrohr kaputt. Ich muss hier trotzdem immer noch weiter reparieren. Er schafft es nicht, mich rauszunehmen. Er schießt mir die ganze Zeit hier auf die Oberwanne, anstatt dass er mir durch den Fahrerschlitz schießt. Ich wiggle hier absichtlich, damit er nicht ganz trifft. Ja, keine Ahnung, was mit ihm los ist. Ich kann hier noch in Ruhe jetzt fertig reparieren, auf ihn zufahren und ihm direkt hier durch die Oberwanne schießen und ihm seine letzte Granate, die meine AP-FSDS getroffen hat, noch zum Detonieren bringen. Ich habe mich an dieser Stelle jetzt gefragt, was war denn bitte mit ihm los? Also, was ist da wirklich los gewesen? Der Fehler lag hier nicht daran, dass jetzt viele denken, Russian Bias und russische Fahrzeuge halten mehr aus. Nein, an der Stelle muss man ganz klar sagen, der Fehler lag definitiv bei ihm. Denn er hätte uns einfach auch schon von Anfang an gleich umfahren können, weil ich musste ja sowieso reparieren und war nicht in der Lage zu schießen. Also hätte er uns umfahren können, ich sage sogar in dem konkreten Fall umfahren müssen, damit er uns von der Seite rausnehmen kann. Ja? Spätestens beim ersten Schuss auf die Oberwanne, bei dem er uns hier die ganze Ära weggekloppt hat, hätte er merken müssen, okay, ich muss um ihn rumfahren, er ist noch am Reparieren, ich muss die paar Sekunden, die ich vielleicht noch habe, nutzen, weil er natürlich auch nicht weiß, wie stark ist meine Repair Crew, wie lange brauche ich zum Reparieren. Hätte er um uns rumfahren und uns dann von der Seite rausnehmen müssen. Das wäre der einzige logische Punkt gewesen, spielerisch für ihn, um uns hier an der Stelle rauszunehmen. Keine Ahnung, ob ihm da vielleicht die Erfahrung fehlt. Keine Ahnung, ob er vielleicht ein bisschen nervös gewesen ist. Aber das kann ich mir an der Stelle nicht vorstellen, denn er hat ja seine 30 mm verwendet, um uns das Kanonenrohr zu ziehen. Also wusste er ja definitiv, was er tut. Zumindest so in meiner Welt habe ich mir das so erklärt. Also hier an der Stelle nicht das Problem, dass die russischen Panzer vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was aushalten. Nein. Das war definitiv ein spielerischer Fehler. Das muss man hier auch so ganz klar sagen. So, wir haben jetzt mittlerweile 4 Abschüsse. Der Leopard 1, der da gerade lang gefahren ist, der war auch auf der Karte markiert. Deswegen konnte ich ihn an der Stelle, wo wir ihn gerade rausgenommen haben, in der Querfahrt gut abpassen. Jetzt sind hier noch ein paar Motorengeräusche zu hören. Links von uns, rechts von uns sind natürlich unsere Teammates. Und ihr seht hier auch schon, wir sind schon relativ weit vorne und relativ gut dabei. Also die Gegner haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Fahrzeuge. Ja, das reicht eigentlich noch, wenn sie es halbwegs clever anstellen, dass sie den einen oder anderen von uns noch rausnehmen. Ich glaube, es ist hier definitiv zu sehen, dass die Runde für die Gegner schon verloren ist. So, jetzt schmeißen wir da hinten unsere Artillerie nicht hin. So, und hier hört ihr vielleicht auch hier hinter schon die ganze Zeit was knattern. Mal gucken, ist der hier markiert schon? Auf der Karte ist der markiert, können wir den schon sehen. Genau, der Asrad, der steht hier, den hört man. Jetzt werfe ich deswegen da hier zwischen Artillerie. Das seht ihr hier an dem kleinen Zielkreuz. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht kommt er hier noch lang. Schön geduldig abwarten, sich nicht hetzen lassen. Wir haben überhaupt keinen Stress. Wir haben alle Zeit der Welt. Können hier warten. So, er fährt jetzt natürlich aus der Artillerie raus. Jetzt kommt er hier ums Eck und wir können ihn an der Stelle hier dann schön rausnehmen. So, ich halte das Replay jetzt an dieser Stelle hier an, weil die Runde vorbei ist. Wir haben am Ende 2227 Punkte, eine gekappte Zone. Wir haben das Ass voll gemacht mit 5 Abschüssen. Wir sind einmal selber draufgegangen. Das war, wie gesagt, von dem 2AV clever gespielt. Und wir haben eine Abschusshilfe auch noch kassiert. Diese eine Szene, ihr habt es gesehen, also da war tatsächlich ein bisschen Kopfschütteln angesagt. Und zwar vor Verwunderung. Weil ja, ich mir nicht erklären konnte, warum der Leopard 2K uns da nicht einfach entsprechend umfahren hat. Aber solche Situationen muss es entsprechend auch geben. Abschließendes Fazit zum T-64B, Battle Rating 9.7. Es ist nicht mein Lieblings-BR, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht bei den Russen. Aber ich empfinde den T-64B doch als relativ grundsoliden Panzer. Und man kann ihn durchaus gut spielen, ja, wenn euch dieser Spielstil liegt,
Ja, ich bin halt eben eher ein Freund von, ich brauche ein bisschen mehr Gun Depression, ich brauche einen guten Rückwärtsgang, ich muss da ein bisschen mehr mobiler unterwegs sein. Ja, ich weiß, ich kenne das natürlich, ne, die russischen Fahrzeuge brauchen keinen schnellen Rückwärtsgang, weil die eigentlich am liebsten nur nach vorne fahren. Das wissen wir ja. Aber grundsätzlich ist der T64B wirklich ein grundsolider Panzer, der, wenn man mit den Gegebenheiten, also der schwachen Gun Depression und auch dem schwachen Rückwärtsgang zurechtkommt, ist er wirklich gut. Was ich euch noch mitgeben möchte, ist der Punkt, denkt dran, das Ding hat einen Autolader und ihr kommt nicht unter 7,1 Sekunden. Das ist natürlich ein Problem, wenn ihr gegen Fahrzeuge anderer Nationen spielt, die keinen Autolader haben, die dann unter 7 Sekunden liegen, also bei zum Beispiel, keine Ahnung, 6,5, 6 Sekunden, ich sag nur Leopard und so, ja, oder auch bei japanischen Panzern. Die Types, die halt eben mit einem 4-Sekunden-Autoloader um die Ecke kommen, gut, die liegen dann halt auf 11,3 beziehungsweise eher dann auch auf 11,7. Da werdet ihr mit dem T64B tatsächlich nicht rankommen, es sei denn natürlich, ihr nehmt den trotzdem mit in euer Top-Tier-Lineup, ja. Also, das kann ja jeder entsprechend selbst entscheiden. Aber habt das auch nochmal im Hinterkopf, die 7,1 Sekunden, die ihr auch entsprechend nicht weiter gedrückt bekommt, weil es halt eben ein Autolader ist. Schreibt mal gerne eure Meinung zum T64B unten in die Kommentare, würde mich freuen. Sagt mir mal, wie kommt ihr mit dem Ding so zurecht? Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.